La, la, la. Oder, Mama, ich will nicht mehr im Kreis laufen. Sei ruhig oder ich nagel dir den anderen Schuh auch noch fest. So, Mama, alle machen sich lustig und sagen, ich habe große Füße. Das stimmt doch gar nicht, dann stell deine Schuhe in die Garage. Ha. Das hat sogar, glaube ich, einer kommentiert. Beim einem meiner Videos. Nach Palo oder. Oh mein Gott! Palo, wir können es überspringen! Wir müssen nicht mehr nach Büssel. Warum hast du es nicht vorher gemacht, du Arschloch? Mama. Ich mag Oma nicht. Sei ruhig und iss weiter. Dann. Hey, Homie! Kannst du den Zopf bitte lockerer machen? So, dann. Was ist grüne macht Summ Summ? Die Birne Maya. Da muss ich immer wieder lachen, das ist so dumm. Oh nee, als Kind habe ich mich da weggeschmissen. Meine Schwester, glaube ich, mochte das auch. Ist so doof. Sitzen zwei Eier auf dem Ast und häkeln. Fliegt eine Kuh vorbei, sagt, das eine Ei zu anderen Sachen gibt's. Sagt, kommt ein Wurm zu einer anderen und sagt, hey, wo ist denn dein Mann? Der ist Angeln. Wow, wir sind so gut und ihr seid so dumm. Bleibt doch da. In dieser Folge, ey, seid ihr extremely dumm. Oh nein, nicht mal du sagst mir was. Oh, die Stille legt sich über uns. Dr. Who hatte recht. Kali schon wieder. Hast du irgendwie Entzugserscheinungen oder sowas? Oder bist du immer noch am Nuckeln, Baby? Wow, Kali, wow. Hey, ja. In Russland, wir bekommen jeden Tag so viel Proteine, wie wir wollen. Und hier muss man sich dafür holen. Okay. Hallo. Ich freue mich so auf dich. Ja, du hast bestimmt richtig tolle Sachen. Merkst du, wie ich meine Erwartung total hochschiebe, nach hochschiebe, hochschraube und dann später, wenn ich hier alles gerettet ist, mit dir rede und dann du mich total nicht enttäuschen darfst. Jo, ne, haben alle Energie und so, dann ihr sagt eh nichts. Zu dem Pub will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Also gehen wir los. Auch jetzt will ich die schöne Musik wieder. Oder extra schlecht singen. Dorten kann man hin. Das wusste ich, habe ich gar nicht mitgekriegt. Wo geht's denn hier hin? Das ist ja cool. Zum Strand! Yay! Ich kann hier wirklich. Oh nein, das heißt, ich muss überall nachher nochmal hin. Ach ja, das muss ich mir merken. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, wenn man mehrere Projekte vorhat. Die Musik ist aber auch cool. Wow, Mana-Musiken sind geil. Ich habe überlegt, ich weiß, dieses Let's Play hat irgendwie nur drei Zuschauer oder so. Das ist natürlich schade. Aber ich freue mich, dass ihr euch freut. Und das, auch wenn es nur drei gucken, das ist trotzdem toll. Ich habe überlegt, ich habe ja mal Legend of Mana angefangen, aber dann irgendwann in der Mitte aufgehört. Das wäre also ziemlich blind, das ist ziemlich lang her, das war noch PlayStation und ich habe mir damals das aus Amerika bestellt und so. Habe also auch drüben das Original und so. Ja, drüben, ich spiele natürlich an meinem Computer und meine anderen Spiele sind drüben im anderen Zimmer, sonst versteht das ja keiner, du Idiot. So, was ich sagen wollte ist, habt ihr Bock eventuell nach diesem, dass ich Legend of Mana spiele? Ich meine, warum nicht? Warum nicht? Ich werde mir dann vorher nachgucken, wie man diese scheiß Stadthalle richtig hinbaut. Das habe ich mir vorgenommen. Aber, meine Fresse. Nur hau doch mal zu, Kevin. Mein Mann, Mann, Mann. Alles müssen die anderen machen, zum Glück. Ja, das hat sich gelohnt. Weil dann würde ich Legend of Mana auch nochmal spielen. Dann spiele ich Secret of Mana. Juhu! Zeigt mir jetzt so 3, also Secret of Mana 2 und obwohl es ja eigentlich 3 ist.
Aber nein, Secret of Mana ist es schon 2, aber auch irgendwie nicht, weil es eben nie rauskam. Also kann man es nicht Secret of Mana 2 nennen. Deshalb habe ich immer so ein Problem damit, es Secret of Mana 2 zu nennen. Weil es ist Zeit in Setsu 3. Egal was. Naja, wenn man wirklich danach geht, die Sachen umzubenennen, das heißt einfach zu den Namen zu ändern, dann müsste man Secret of Mana 3 sagen. Aber ich weiß, worauf ihr nicht aus wollt. So. Und eventuell dann irgendwann mal Sword of Mana. Ich habe überlegt, aber ich habe Mystic Quest, also das Original, das zeigt mir Setsu 1 auf dem Game Boy, habe ich schon so oft gespielt. Und es macht auch Spaß. Könnte ich auch machen. Aber ich weiß nicht, ob es so Spaß bringt für Leute. Nee. Und dann spiele ich vielleicht Sword of Mana, das Remake für den ersten. Wow, ich kriege hier Bonbons umsonst. Aber es sind mehr OKs geworden, merke ich gerade. Das ist auch cool. Durchs Glück. La la la. La 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 la. Ja, machen wir gleich. Ja, kannst du. Mein Gott! Ich wollte eigentlich mal eine Superattacke machen, aber ist ja egal. Dann mache ich das halt mit dem hier. Boom! Ich wollte jetzt eigentlich. Ach komm, dann heil mal. Heil mich, du Bitch. In Russland, klein Mädchen, heil dich. Hä? Ja, dieses Meme habe ich noch nicht ganz drin. Weißt du, was lustig ist? Mein Kumpel regt sich mal auf, weil das hat sie gesagt, Sprüche. Mag ich ja total gern, wenn sie dann passen. Und er ist mal voll sauer, weil wenn ich die bringe, dann lacht er und dann sagt er, ich will das auch können. Und dann versucht er das auch immer, aber er schafft es nicht. Er schafft sie einfach nicht hin, er kriegt die einfach nicht hin. Und das ist lustig. Und das habe ich eben auch bei einigen Memes. Ich gehe einfach mal gucken. Nein, doch nicht. Gibt eh nichts. Gibt eh nichts. Bei Secret of Mana, da gibt es eigentlich nie was Verstecktes irgendwie. Leider. Ich möchte die Harp hier wieder haben. Also als letztes umbringen. Einfach nur, vielleicht lässt ihr wieder was fallen oder so. Krieg ich mal andere Attacken oder so? Hallo? Oder habe ich immer nur eine Attacke? Das ist ein bisschen öde. Deshalb, wenn ihr es vergleicht jetzt mit dem Let's Play Together, mit dem ersten, also Secret of Mana, muss ja beibehalten, dann werdet ihr das sehen. Secret of Mana hat einfach mehr Strategie. Man muss wirklich aufladen, warten. Es dauert und nervt auch ein bisschen. Hier ist es ein Buttonmasher. Aber es gefällt mir bei Secret of Mana, weil man hat Übersicht, man kann den Gegner von hinten. Ne, Angela? Ach, schon gut, ich lasse es einfach mal. Angela wird wieder verarscht, wenn ich in der nächsten Stadt bin. Danke. Ich habe jetzt auch heute ein bisschen Stress. Warum? Ja. Ach so, deine Tage. Das tut mir leid. Und nicht für dich, sondern für mich. Ach. Du bist so ein Arsch. Du verstehst die Leiden der Frauen nicht. Du verstehst die Leiden der Männer nicht. Was? Ihr habt gar kein Leiden. Doch, Frauen. Okay, doch, das verstehe ich. Das Dumme ist, ich habe jetzt nicht abgespeichert. Dann müssen wir halt noch weitermachen, ne? Das ist ja wohl nichts. Aber ich würde auch langsam mal gern abspeichern, weil ich Hunger bekomme. Mittagessen. Also, Mittagessen bringt gar nichts, weil ich immer abends esse. Naja. Warum ist der jetzt weg? Statue ist weg, wir können reingehen. Na, bevor ich das drücke. Okay, muss ich. Drücke einen Knopf, stand da. Oh mein Gott, wenn wir da reingehen, können wir nicht mehr zurück. Seid ihr bereit? Schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. Okay, doch, wir können jederzeit wieder zurück. Das ist doch toll. Wir gehen erstmal nach unten. Weil. Wuhu! Gegner, yay! Oh Mann, ich töte so gerne Harpien. Ich hasse Harpien. Schon im Breath of Fire sind die immer schlimm. Oh, ach so, das war hier ein besonderer Raum mit Treibwind. Lustig. Das ist doch mal schön. Ein richtiges Dungeon. La la la. La 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 la. Oh mein Gott, Harpien sind auch hässlich. Gibt es eigentlich einen von euch, der auf Harpien steht? Da gibt ja so viele Vorlieben und sexuelle Fetische. Da gibt es bestimmt auch welche, die sagen, Harpien sind hot. Ich stehe sowieso auf Vögel. Wenn ich durch den Wald gehe und es zirpt, dann zirpt bei mir was in der Hose.
Hallo, Todesritter, du bist tot. Lass mir was liegen. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Jetzt zwitschern in der Hose, so fröhlich war ich nie. Wir sind hier vor Kindern, hört auf, hört auf. Das ist hier unangebracht. Sie haben auch noch eine Jogginghose an. Wir schlagen ein Zelt auf. Und das Zelt ist ganz schön dick. Dick. Ich halte mal meine Fresse, wie immer. Ich habe irgendwie voll Musik im Kopf. Soll ich jetzt zuerst dahin oder zuerst oben links? Nö, zuerst wieder zum nächsten Gegner. Genau, da kann ich ein paar Tipps geben. Ich habe es nie geguckt, aber ich bin aufgewachsen mit der Melodie. Also ich war in den 80ern, das kennt ihr gar nicht. Da war ich ja ganz klein und so und habe dann, damals hatten wir keinen Fernseher oder sowas im Raum. Wir hatten auch nicht viele Sender und so. Aber wie gesagt, ich habe keinen Fernseher geguckt. Ich habe im Sandkasten gespielt. Ha. Ja, auf jeden Fall gab es trotzdem meine Schwester und so. Die haben natürlich schon Fernseher geguckt. Meine Geschwister, meine ich. Die sind älter und dann haben die Fernseher geguckt. Und dann kam eine tolle Sendung, die ich nie geguckt habe. Und heute auch langweilig finde. Ich stehe nicht so auf alte Sendungen. Fliege, geh weg. Ich habe Fliegen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und da kann ich nur empfehlen, zum Beispiel Pinocchio. Der Anfang, da, weil damals, mein Kumpel war da und dann hat er, er ist Pokémon-Fan und dann hat er mir mal gezeigt, ich muss mal rüberlaufen, nee, ist egal, die neuen Openings, mein Gott, ist das peinlich, ich habe mich echt fremd geschämt, also nicht für ihn, sondern für die Openings, die waren früher irgendwie besser. Und da muss man sagen, früher haben sie sich auch ein bisschen mehr Mühe gegeben, leider haben sie es oft verändert, die Openings. Aber die Musik war schön. Und da kann ich nur sagen, gib mal ein Pinocchio German Opening hier oder Deutsch. Das vollständige Lied ist sehr schwer zu finden. Ich habe das, glaube ich, irgendwo. Also wenn jemand Interesse hat, kann ich es euch rübergeben. Aber ich meine, nein, ich kann euch sagen, wo es das gibt. Entschuldigung. Geil, keine Musik. Aber, oder Tau Tau. Wie gesagt, ich habe es irgendwie nie geguckt, aber ich finde es total. Aha. Ich finde die Melodien total schön. So wie auch Winnie the Pooh und so hatte tolle Sachen. Und heutzutage voll langweilig. Also, finde ich. Soll ich jetzt hier immer dahin? Oh Mann, ich will nicht falsch laufen. Da komme ich nicht wieder zurück. Mano, Bitch. Wir kennen. Drücke einen Knopf. Jo, das Thema ist, also wenn einer von euch, vielleicht kennt das ja, ja. Oder zum Beispiel auch diese damals von Disney, Darkwing Duck oder Captain Baloo oder sowas, da haben sie wenigstens noch irgendwie, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das waren noch schöne Melodien und der Text war nicht absolut peinlich. Und das ist leider heutzutage anders. Auf jeden Fall bei Pokémon. Ich mag sowieso Anime nicht mehr, die kommen. Ah ja, ist sowieso vorbei, ne? Habe ich jetzt gelesen. One Piece, Conan und alles. Zeigen sie nicht mehr. Übersetzen sie nicht mehr weiter, weil es sich nicht mehr lohnt. Das war's. Das war's. RTL 2 war mal so toll. RTL 2 hat mal alles umgeschnitten. Der höchste der Gefühle war damals Taro Alien. Ein ziemlich perverser Anime aus direkt aus Japan, wo sie die japanischen Witze drin gelassen haben. Alles original gelassen. Sie haben also auch Namen und sowas gelassen. Oh nein. Ich habe das Gefühl, ich gehe wieder richtig. Oh nein. Soll ich jetzt zuerst da oben lang? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall haben sie alles gelassen. Wo wollte ich jetzt hinaus? Und eingeblendet die Witze. Super geil. Also genauso, so wie es sein sollte. Und danach ging es dann bergab. Alles geschnitten und verdorben. Und oh, es war peinlich. Ich habe mich so geschämt. Oh yay. Das heißt, ich kann speichern und dann kann ich doch mal zurückgehen zu dem anderen. Ich denke mal, da geht's nur zurück.